Hallo meine lieben Leute, euer Bluigstum mal wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Maker Online und heute wieder mit euren Leveln und wir fangen heute an mit dem Level von Wilco oder Are You Two Times auf YouTube. Okay, und er hat das Level eingesendet, Look for Hints to Reach this Exit. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das Ganze lösen können. Okay, es gibt auch eine Beschreibung, nämlich Mario landet in einer merkwürdigen Höhle voller Türen und Röhren und Fragezeichenblöcken und immer nur ein Weg oder Block bringt die weiter. Alle anderen, okay, ja, ich denke mal, alle anderen führen in den Tod. Okay, und ja, wir müssen die Umgebung beobachten. Ja, alles klar. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das hier noch einfach anfängt. Das finde ich gut, ne? Also, ja, außer oben links ist falsch. Das kann natürlich auch sein. Und ja, ein Gegner muss nicht immer unbedingt ein Feind sein. So, ich gehe mal da oben links rein, ne? Genau, das macht quasi klar, ja, wie das hier so ein bisschen gemeint ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob da hier schon das nächste Rätsel ist. Also da unten ist auf jeden Fall eine Lampe und so eine Uhr. Und da oben ist nichts. Okay, gut. Wir gehen einfach mal in die Röhre. Noch haben wir keine Wahl. Und schauen, was hier abgeht. So, vier Türen. Okay, jetzt wird's schwierig. Ja, vier Türen. Gute Frage, wo ich jetzt reingehe, ne? Also hier gibt's vier Türen. Nur oben rechts. Oben rechts ist kein Gegner. Und die Buhus, die sollen mir sicherlich auch noch was sagen. Aber, oben links, da ist auch kein Bücherregal. Und wir sind in einem ganz anderen Raum. Ja, wir sind nämlich nicht in hier, sondern wir waren auf der anderen Ebene. Okay, das hier ist eine andere Ebene als vorher. Ja gut, jetzt ist halt schwierig zu wissen, was jetzt zu welchem Rätsel gehört. Ich weiß nicht, gehören die vier Röhren jetzt auch noch zu diesem Rätsel dazu? Oder nicht? Ja, ist schwierig. Also er hat gesagt, ich soll ganz genau auf die Umgebung achten. Aber, ja gut, das ist dann doch nicht so einfach. Und die Buhus, ich weiß nicht. So, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt im Uhrzeigersinn ist. Und ich nehme jetzt einfach mal diese Tür hier, weil da als einziges oben rechts kein Gegner war. Mal schauen, ob es stimmt oder ob ich jetzt tot bin. Und anscheinend, keine Ahnung, stimmt's nicht. Aber ich bin nicht tot. Das ist sehr interessant. Und ich bin nach oben links hingegangen. Okay. Ja, jetzt gehe ich mal durch die Tür. Ich denke mal, ich sterbe auch hier nicht. Okay, das war richtig. Warum war das richtig? Warum war die dritte Tür richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber okay, gut. Ich hoffe, das nächste Rätsel wird leichter. Oder mal schauen. Vielleicht fällt mir da irgendwas auf. So, hier sind ganz viele Käfer. Und ich glaube, wir brauchen die nicht. Okay, vier Käfer. Wer weiß? Und eine Lampe hier. Na super. Ja gut. War ein Käfer in einer anderen Flughöhe? Ich weiß es nicht. Aber hier ist eine Lampe. Die Frage ist nur, für welche Röhre die gilt. Ja, das ist auch wieder so ein Ratespielchen. Scheiße, und ich kann noch nicht mehr zurück. Ich gehe mal hier rein. Ich weiß es nicht. Und das war anscheinend richtig. Alles klar. So, und jetzt wieder ganz viele Röhren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe schon meinen Tod. So, diese Röhre weicht hier ein bisschen ab. Ist schwierig, ist schwierig. So, okay. Ich glaube, von allen Seiten kamen Kettenhunde raus, nur von unten rechts nicht da, oder? Liege ich da falsch? Ich guck nochmal, ob das stimmt. Man kann es erst ja zum Glück resetten. Und ja, tatsächlich. Da unten rechts kommen keine raus. Ja, ich gehe mal hier rein. Und da kann ich nicht rein, lol. Ja gut, dann ist das vielleicht unten rechts. wer weiß. Oder Ding Dong, okay. Ich hoffe, es gibt auch einen Checkpoint. Wobei das jetzt nicht so schlimm wäre. Ein Schwanz, okay. Okay, und hier sind, denke ich mal, Boos. Jawohl, das habe ich auch auf dem Thumbnail gesehen. Und hier müsste irgendwo ein unsichtbarer Block sein, oder? Oh, nee, er will, dass ich hier hochfliege, ne? Ja. So, eventuell kann ich das noch resetten. Nee, kann ich nicht. Nee, ich wollte jetzt unbeschadet durch die Röhre kommen. Ja, hat leider nicht funktioniert. Und ich schneide mal wieder bis zur Stelle. Aber ich denke, das ist schon die letzte Challenge gewesen. Okay, dann bis gleich. Und die Buhus sind weg. Na super. Vielleicht gibt es hier unsichtbare Blöcke. Nee. Hier bei der Uhr? Nee, leider nicht. Okay, ja gut, dann bis gleich. So, dann bin ich wieder. Was ich jetzt nicht weiß, ist, warum jetzt hier der Tanuki ist und sonst nirgendwo. Aber egal, das wird schon auch seinen Grund haben. Und hier kommen wir dann nach oben. Ich denke mal, hier ist dann auch das Ziel. Hier links ist nichts. Aber wir können trotzdem mal schauen. Vielleicht hat er da ein One-Up noch hingepflanzt. Wer weiß? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay, war eine coole Level-Idee. Und ich denke mal, ja, hier war, so waren die Käfer angeordnet. Ja, kann man eigentlich nichts sagen, ne? Also ich habe ja da auch die letzte Röhre einfach nur geraten, so ein bisschen. Aber naja gut, instinktiv richtig geraten.
Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Level wieder. Ich schließe das schnell ab, beziehungsweise... Vielleicht kommt ja noch was, wer weiß. Vielleicht irgendein Bonus. Nein, nichts mehr. Okay, alles klar. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Level wieder. Bis gleich. So, und dann würde ich sagen, spielen wir noch dieses Level hier von Beauty Girl. Okay. Und es ist wohl so ein Challenge-Raum-Level. Genau, und ich brauche die Pink Coins, beziehungsweise ich nenne sie Red Coins. Für mich sind die rot. Ist aber, denke ich mal, auch egal. Und der Frust sollte möglichst gering sein. Okay, ich denke mal, hier sind Power-Ups drin. Oder, nee, hier sind Bomben drin wahrscheinlich. Okay, wir gehen einfach mal in die Röhre. Oder können wir nicht? Okay, dann gehen wir hier hoch. Und da sind tatsächlich Bomben drin. Und ich denke mal, ich kann alle schon mal aufspringen, oder? Oder respawnen die Blöcke? Ich hoffe nicht. Oder? Oh, ich bin mir nicht sicher. Aber eigentlich sollten die nicht respawnen, oder? Na gut, mal schauen. Ich hoffe nicht. Okay. So, das ist jetzt der erste Challenge-Raum. Und ich weiß nicht, ob ich da runterspringen kann oder nicht. Ich probier's mal nicht. Und, oh Gott. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich brauche da auf jeden Fall irgendwas. Und da sind noch mehr Münzen, okay? Da sind überall Münzen, aber ich komme nicht dran. Beziehungsweise, ja, ich muss gleich spinjumpen. Aber das will ich eigentlich nicht. Weil das schon sehr, sehr tödlich auch aussieht. Aber mal gucken, ich spring einfach mal hier so weiter. Und, ach, der hat einen Schlüssel. Okay. Warum hat der einen Schlüssel gehabt? Oh Gott, ich erinnere mich an ein anderes Level von Beauty Girl. Und das war auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen ähnlich aufgebaut, aber... ja, vielleicht doch nicht so ganz cool. Aber mal schauen, das habe ich ja nur im Stream gespielt. Ich renne jetzt einfach mal hier durch und hier unten ist tatsächlich der Tod. Und, oh Gott, ich glaube, wir brauchen die Schlüssel. Und ich glaube, da sind mehr Gegner, die auch tatsächlich einen Schlüssel haben. Okay, das ist komisch. Ich gehe jetzt mal durch die zweite Tür und habe natürlich die Feuerblume vergessen. Ich könnte mich jetzt umbringen, aber... ja. Ja, gut, hier kriege ich ja wieder eine Feuerblume. Okay, aber ich sollte nicht dort reingehen. Okay, gut, Feuerblume, komm her. Feuerblume! Ja, okay, egal. Egal, den Bowser kriegen wir auch so down. Oder kriegen wir den nicht down? Oh mein Gott. So, okay, okay, hoch und nein. Ah, scheiße. Okay, Feuerblume, komm her. Oh ja, dann hau ich dich mit kleinen Bällern rein, jawohl. Sehr gut. Sehr gut und nein, ich nehme die Feuerblume mit. Ich nehme die Feuerblume mit, wenn das geht. Ja, das sollte eigentlich gehen. So, ja, daneben so. Ich krieg die ja gleich wieder. Ja, ich krieg die ja eh gleich wieder. Genau. Okay. Und, oder? Krieg ich sie nicht? Oder? Ich hoffe es doch, jedenfalls. Oder? Ja, okay, hier ist der Checkpoint. Gut. So, der zweite Raum war okay. Und der dritte Raum, da nehme ich auf jeden Fall die Feuerblume mit. Wer weiß, vielleicht brauche ich sie hier. Und dann schauen wir mal. Und es gibt anscheinend 8 Schlüssel. Alles klar. So, war ich hier? Ne, hier war ich nicht drin. Okay, aber jetzt habe ich die Feuerblume. Und jetzt, ja, kann ich die nicht wirklich nutzen. Aber egal. Hier kann ich zumindest die Feuerblume sehr leicht grabben. Und das ist doch ganz gut. Jetzt haben wir 3 Schlüssel. Jetzt ist die Frage, wie bekommen wir die Red Coins, ne? Das ist halt ein bisschen schwierig. Die Frage ist halt, ob ich da sterbe, wenn ich da runtergehe. Das ist halt, sind halt alles Blind Jumps, ne? Oder soll ich erstmal die Koopas hier abräumen? Ich räume erstmal die Koopas ab, weil vielleicht hat da jemand wieder so einen Schlüssel. Das kann man ja nicht wissen, ne? Der eine hatte ja einen. Von daher ist das sehr, sehr komisch. Und ja, der Koopa da unten ist nicht gestorben. Ich weiß das. Okay. So, also bisher hat es mir gut gefallen, aber dieser Raum ist dann doch vielleicht wieder ein bisschen schwierig. Weil, ja, jetzt weiß ich halt nicht, jetzt ist der Cooper halt auch nicht gestorben da unten. Und jetzt weiß ich nicht, ob der einen Schlüssel hat. Und ich kann das jetzt 1000 Mal ausprobieren. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Es ist halt jetzt blöd. Und hier ist man überall tot. Und wenn ich jetzt sterbe, das wäre echt blöd. Und die Schlüssel, die behalte ich ja nicht, ne? Die behalte ich ja nicht. Oder behalte ich die? Nö, die behalte ich nicht. Ja, Beauty Girl, ich hab... ja, tut mir auch leid, also auch dieses Level gefällt mir nicht so. Und ich will jetzt auch nicht alle Schlüssel nochmal sammeln. Und ich meine, man sieht ja nicht, wer den Schlüssel hat. Aber ich will zumindest wissen, wie man die Red Coins bekommt. Deswegen gehe ich nochmal ganz kurz in den Baumeister-Modus. Bis gleich. So, schauen wir mal. Ist hier vielleicht eine Plattform? Ja, hier ist eine Plattform. Okay. Ja, hier hätte noch ein Pfeil nach unten sein müssen, damit man weiß, okay. Da kann man drauf laufen. Ja, und dann kriegt man hier, denke ich mal, die Coins, indem man den Panzer immer rechtzeitig hochschmeißt. Aber, ja. Das Blöde ist halt, wenn man hier oben, ja, jemanden quasi gegen den Kopf tritt, dann weiß man halt nicht, hat er den Schlüssel gehabt, hat er den nicht, und man sieht ihn halt auch nicht. Und man kann ihn dann auch nicht wirklich umbringen mit den Feuerblumen. Von daher ist das Level nicht so gut. Also zumindest dieser Abschnitt hier gefällt mir halt nicht. Okay, so, was passiert denn, wenn wir alle Schlüsseltüren,
bekommen haben oder geöffnet haben, dann sind wir direkt ins Ziel. Okay, alles klar. Ja, ich würde das vielleicht nochmal überarbeiten und so vielleicht machen, dass man ja entweder das mit den Red Coins zuerst machen muss und dann Checkpoint kommt und dann nochmal diese beiden Bowser-Kämpfe. Oder ich würde das ganz anders machen. Aber ich würde auf jeden Fall die Koopas, die ihren Schlüssel haben, irgendwie markieren. Das ist ganz wichtig, also finde ich zumindest. Und ich würde sagen, ich suche mir noch ein kurzes Level raus. Bis gleich. Okay, machen wir noch ein erstes Level von dem Niklas. Okay, ich brauche jetzt hier auch nicht viel zu erwarten, denke ich. Oder? Oder? Ja, vielleicht der ein oder andere Tod, der wird kommen. Mal schauen, ich bin sehr gespannt. Alles klar. So, ich schaue es mir mal genau an. Ich schaue mal die Blöcke an und schaue mal, ob da Trollelemente drin sind oder nicht. Okay. So, ich werde auf jeden Fall ein paar Mal sterben, wenn ich mir alles hier genau angucke. Ich könnte jetzt natürlich hier komplett durchrennen, aber nee, das mache ich nicht. Ich will es eigentlich nicht machen. Aber irgendwie zwingt er mich dazu. Alles klar. Okay. Aber es ist ja nur ein erstes Level, ne? Da. Ja, jeder hat mal irgendwie klein angefangen, ne? Und so. Und jetzt gehe ich da hoch. Obwohl, mich interessiert, was hier drin ist. Das ist ein Fragezeichen. Okay, so. Und, oh mein Gott. Die Kunst ist es, hier zu überleben. Alles klar. Und, oh mein Gott, die Bowsers, die kommen da. Aber, ja, umbringen kann ich die nicht. Und hier gibt es keinen Pilz. Oh mein Gott, Niklas. Na gut, das kam am Anfang ein. Und hier ist dann das Ziel. Alles klar, hat ja irgendwie auch Spaß gemacht. Und, hast du schon einen Stern bekommen überhaupt? Also wenn noch nicht, dann gebe ich dir jetzt deinen allerersten Stern. Und nächstes Mal investiere einfach noch mehr Zeit in deine Level. Und ich denke mal, dann wird das auch was. Und ja, das war ein erstes Level, ne? Einfach mal schnell hochgeladen. Ist okay. Und ich würde sagen, das war's dann auch wieder für diesen Part. Und das ist wahrscheinlich dein allererster Stern, wer weiß. Und ja, danke für Daumen hoch, danke für Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Plüx2 und ciao!